Und jetzt Spoiler. Hallo, herzlich willkommen. Neuer Vlog. Heute aus Winterberg. Wir sind bei den Dirt Masters. Bisher bin ich noch alleine im Hostelzimmer. So, das ist unser Zimmer. Ich habe schon richtig schön alles voll geräumt. Ich werde jetzt für die Jungs erstmal die Betten beziehen. Ja, dann hoffe ich einfach, dass es ein paar geile Tage werden. Also heute ist Mittwoch. Morgen geht es erst wirklich los. Aber ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock. Und mal sehen, ey, was so geht. Also ich bin heute schon gefahren, habe mich leider gestern beim Sporteignungstest gezerrt. Also beim Weitsprung übelst den Oberschenkel gezerrt. Ist ein bisschen halblang, aber richtig Bock. Betten beziehen kann ich auf jeden Fall, im Gegensatz zum Kochen. Eins habe ich schon bezogen. So ist das. Und das. Oh je, das wird noch ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Ich fange jetzt einfach mit Julians Bett an, dafür kenne ich einen Zaubertrick. Jetzt fehlt nur noch Nils Bett, das mache ich jetzt auch nochmal in Schnelldurchlauf. We'll be right back.
groß. Schmeckt voll geil. Aber ernst jetzt. Ich würde sagen 7 von 10, wenn es euch wirklich schlecht geht. 7 von 10. Ja, mehr. Aber voll geil. Ja. Wie war das Milchverhältnis? Wie viel Wodka muss man reinmachen in Milch? Habt ihr eben gesehen, ein Glück nicht so viel. 1,5 Shots, irgendwie sowas. Geil. Und nicht bei der Milchbahn, dann habt ihr nur Cornflakes. Nee, wundgebliert! Ja. Junge, ey, lass mal jetzt die anderen wissen. Wir wollten gerade zur Party, war nichts los. Also da kamen Leute. Oh oh. Yeah, buddy! Also wir wollten gerade zur Party und meinten Leute, hey, Bock nicht, da sind wir jetzt in die Straße gegangen, hier ist überhaupt nichts los. Ja, jetzt gehen wir wieder zurück zur Party und dann hoffentlich ich nachher wieder zurück. Da mich einige gefragt haben, wie der Sport-Icons jetzt nun lief, ja, leider muss ich sagen, dass ich ihn nicht geschafft habe, weil ich mich währenddessen verletzt habe. Ich habe echt alles gegeben, jeden Tag vor dem trainiert, hatte dann echt extremen Muskelkater und habe mir dann eine Oberschenkelzerrung im linken Oberschenkel geholt und wurde dann halt rausgenommen und durfte nicht weitermachen, weil es auch einfach nicht ging, weil es extrem weh tat. Aber nun habe ich die Möglichkeit, am 16. Juni nochmal die komplette Prüfung zu wiederholen.